Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Zeig uns. Ich zeige euch heute schnell Pro-Toys und mit schnell meine ich es auch so, denn Pro-Toys ist in meinen Augen kein wirkliches Spiel. Also ich starte das Ganze jetzt einfach mal. Pro-Toys, das ist ja so eine Art Dia Esther. Man kann in dieser Welt, oder zumindest habe ich nicht rausgefunden, was man sonst noch machen kann, außer rumlaufen und sich durch die, ja, man läuft durch die Welt, guckt sich alles ein bisschen an, hört ein bisschen Musik, wenn man in die Nähe von Gegenständen kommt, und das war's dann auch eigentlich schon. Also das hier ist jetzt der Startpunkt und da hinten ist unsere Welt, und das ganze Spiel, das kann man mit der Tastatur spielen, oder aber man kann das ganze Spiel auch nur mit der Maus spielen. Mit der linken Maustaste läuft man vorwärts, mit der rechten Maustaste läuft man zurück, und das wäre es dann auch schon. Und wer sich jetzt wundert, was das für eine Grafik ist, der wundert sich zu Recht, denn das ganze Spiel ist nur mit diesen Pixeln gemacht. Wobei ich aber sagen muss, dass das Ganze, also wenn man es betrachten möchte als Kunstwerk oder als Kunst, dann, ja, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Dafür ist mir zu wenig Arbeit in das Ganze gesteckt worden, denn es passt schon alles zusammen mit dieser Pixelgrafik, aber es könnte etwas mehr sein. Also sie hätten sich etwas mehr Mühe geben können, da das wirklich alles nur aus Sprites besteht. Und eines der wenigen Features, das diese Insel jetzt hat, ist, hier unten sehen wir so einen Turm und hier sehen wir so einen Turm, und mit diesem Turm, wenn ich da ranlaufe, dann porte ich mich zum anderen Turm hin. Jetzt sehen wir, da oben war ich vorhin, hier bin ich jetzt, und wenn ich da wieder hingehe, dann bin ich wieder oben. Ja, dann haben wir eigentlich auch schon alles gesehen, was das Spiel so zu bieten hat. Hier finden wir halt immer wieder diese kleinen, keine Ahnung, Männchen, die wie Hasen rumhüpfen. Und es gibt einen Tag- und Nachtwechsel in dem Spiel. Es gibt Jahreszeiten in dem Spiel. Jedes Mal, wenn wir Tag-Nachtwechsel haben, dann erscheinen dann so Sterne, die einen Kreis bilden. Und wenn ich da reinlatsche, dann ändert sich die Jahreszeit. Und wirklich viel mehr gibt es in dem Spiel eigentlich wirklich nicht zu sehen. Es gibt ab und zu mal halt diese Männchen, dann gibt es eine Eule, die ich mal gesehen habe. Und ja, keine Ahnung, also für den Preis, den es hat, würde ich es auf keinen Fall kaufen. Und wenn sich einer das kaufen möchte, muss er sich im Klaren sein, dass das kein Spiel ist, sondern dass man da einfach nur in dieser Welt rumläuft und nicht mal viel entdecken kann. Das Traurige daran ist, man findet nicht viel. Ich weiß nicht, ob man da irgendwie noch was auslösen kann, dass man da noch mehr aktivieren kann oder so, aber sonst sehe ich den Sinn des Ganzen nicht wirklich. Also ich sehe da noch weniger Sinn als in Dia Esther. Ich fand Dia Esther zugegebenermaßen gar nicht so schlecht. Also mir hat das gefallen, ich habe das auch durchgespielt. Und das kann man aktuell auch durchspielen. Das hier, weiß ich nicht, ob das überhaupt einen Anfang und Ende hat. Man läuft halt hier einfach in der Gegend rum, guckt sich ein bisschen die Sachen an. Wenn man sich irgendwo nähert, erscheinen dann neue Klänge, Töne, Musik. Und das war's dann eigentlich auch schon. Vielleicht, ich zeige jetzt einfach nochmal die Nacht. Und dann haben wir es eigentlich auch schon gesehen. Das Interessante am Spiel ist, wenn ich auf Esc drücke, dann bin ich nicht direkt im Menü, sondern ich muss eigentlich erst die Augen schließen.
Also, wenn ich da länger drauf bin, dann schließt er ganz. Wo ist denn wieder so ein... Ah, da ist der Kleine. Ja, dann kann man diesem Typen da etwas nachhüpfen. Von denen gibt es auch noch andere. Und ja, also das Spiel, wenn sich das einer überhaupt kaufen will, dann würde ich es für unter 2 oder sogar unter 1 Euro kaufen, sonst würde ich es gar nicht kaufen. Hier ist auch noch einer. Und traurig ist auch, dass diese ganze Insel eigentlich gar nicht wirklich so groß ist. Wir haben jetzt auch ein Gebäude. Davon gibt es, glaube ich, nur eins. Oder zumindest habe ich nur eins gefunden. Und was man damit machen kann, weiß ich auch nicht. So, da scheint jetzt auch schon der Mond. Und wir gehen jetzt mal auf den Berg hier. Und die Sterne erscheinen jetzt auch, wenn wir hier oben sind. Dann das letzte Mal haben die Sterne dann angefangen zu vibrieren und größer zu werden. Ah, und da unten ist auch die Eule. Das hat sogar zwei. So, jetzt mal gucken, ob hier noch was mit den Sternen passiert. Da hinten wäre dann... Ah, das kann ich eigentlich noch schnell zeigen. Ja, die Sterne, die fangen jetzt an so zu blinken. Kann schon sein, dass ich hier noch mehr Sachen entdecken kann, also noch ein ganzes Stück, was ich noch nicht gesehen habe. Aber das Spiel ist mir zu abstrakt und es ist nicht mal das Problem, dass es sehr abstrakt ist. Das Problem liegt darin, dass es mich einfach nicht interessiert, was jetzt da noch geht. Ja, was es da noch alles gibt, weil ich so lange drauf warten muss und hier nur rumlaufen kann. Ich kann ja nichts machen, ich kann nicht mal springen. Wieso sollte ich da drauf warten, dass da noch was passiert? Und jetzt haben wir jetzt ja auch der Kreis, wenn ich jetzt hier reintrete. Und jetzt haben wir nicht mehr Frühjahr, sondern Sommer. Und das Ganze sieht dann etwas anders aus. Die Musik hat etwas gewechselt. Und das wäre dann auch schon alles. Und hiermit mache ich das Zeige uns eigentlich auch schon. Da mache ich jetzt auch schon einen Cut, weil wirklich viel mehr gibt es da nicht zu sehen. Wer es wirklich interessiert, der soll auf einen Steam Sale warten, weil es einfach zu wenig fürs Geld bietet. So. Falls ihr noch mehr Videos von mir sehen möchtet zu verschiedenen Spielen, ich zeige immer wieder mal neue Spiele, die ich mir auf Steam kaufe oder sonst kaufe. Wenn ihr Kaufempfehlungen wollt oder halt Warnungen vor Käufen, wie jetzt hier bei Proteus, dann seid ihr bei mir sicherlich nicht ganz falsch. Ich danke fürs Zuschauen. Lasst mir doch ein Like da oder ein Thumbs up oder mag ich. Und wir sehen uns beim nächsten Mal.